Ja, und an der Stelle herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Red Dead Redemption 2. Okay, hier ist Sadie. Dann reiten wir dahin. Ja, wir sind da jetzt schon bei der 117. Folge. Wie gesagt, ich habe niemals damit gerechnet, dass es so lange geht. Da habe ich niemals mit gerechnet. Ja, unser Pferd kann wieder extrem lange laufen und wir haben mal gerade Stufe 3. Hey, who's there? It's me. Hope you had a good old time while I've been stuck standing here. Ich kann ja leider in den Camp auch nicht laufen, das ist halt das, ne? You okay? Beat you. You sure? No, I ain't sure. You still working? Is anybody still working? The whole goddamn place full of people bickering, fighting, and lying. It makes me real sad. I know. I need someone to ride with me. Do what? Finish off them O'Driscolls. I hear the last of them is holed up at Hanging Dog Ranch. I don't have it in me no more. I saw Combs swing. I just don't care. I was a married woman. You know what they did to me, and to my husband? Look, you're the only one of these fools that I trust. I've got to do this. I'll tell you what, I'll do it, but there's something you could help me with. Abigail? Jack, John, make sure they make it. I mean, this whole thing is pretty much done. But when the time comes... But how do you mean? When the time comes, you help them. What do you mean? I mean, help them escape when I... You know, you and me, we're more ghosts than people. But them, they could... I know. Of course I will. Thank you, Arthur. You want to ride with me now, or meet me up at Hanging Dog Ranch when you can? Thanks, Arthur. Okay. Come on. Oh, ich glaube, Sadie hat was gemerkt. Morning for killing. Hey.
You seen anything down there? Yeah, I think there's a bunch of them down there. I'm mostly drunk. But one of them is a fat fellow with a beard. Him? He's mine. Okay. It's a big ranch, run down, lots of folk there, but spread pretty thin. I'll set it off and then we'll take it from there. Take it from there? Okay. So, no real plan then. Ja, sei die gleich. Hier sind wieder die Fehler. Hier werden wir safe überrumpelt. He was a good man, my Jakey. We was always sweet on one another. I'm sure. Yeah. I miss him every day, every moment. They turned me into a monster, Arthur. But my memories of him, they still pure. I ain't even got that. Aside from my Jake, you're the best man I've known. I know the company you keep. The competition ain't too fierce. We should get away from here.
think I need to be alone for a bit. I understand. You, might want to get yourself cleaned up. Thank you, Arthur. Okay. Dann reit Melzner John, würde ich sagen. Ja, ich bin... Was? Ah, schwierig, Mann, schwierig. Ne, wir reiten da, John. Wir müssen irgendwann auch mal vorankommen, also, muss einfach sein. Und ich habe nebenbei noch ein anderes Let's Play, was ich auf am Nehmen bin, wo ich jetzt auch schon seit über Monaten nichts mehr aufgenommen habe, weil ich die ganze Zeit mit Red Dead beschäftigt bin. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, Red Dead ist einer der Spiele, die mir am meisten Spaß machen. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Und da wird auch immer so bleiben. Also Red Dead ist einer der Spiele, die ich einer der besten Spiele für mich. Ist zumindest meine Meinung. Viele würden das wahrscheinlich anders sehen. Ist ja auch egal, ob das jemand anders sieht oder nicht, ne? Es ist halt ganz einfach so, jeder hat eine eigene Meinung. Okay, Girl. Aber die Grafik alleine von dem Spiel, die ist schon extrem. Ist schon extrem. Was ich mir halt ganz einfach wünschen würde, ist halt genau das, was es halt in GTA 5 gibt, ein Roleplay von Red Dead. Das würde ich mir persönlich halt wünschen. Und da würde ich halt auch wirklich drauf zocken, auf den Server dann dementsprechend. Aber sowas ist halt ganz einfach schwer zu errichten, ne? Das ist halt das. Würde ich jemanden kennen, der sowas kann und der sich mit sowas auseinandersetzt? Easy now. Würde ich versuchen, mit dem halt, ja, sowas aufzubauen halt, ne? Aber so alleine unmöglich. Ich bin ganz ehrlich, ich werde das fühlen, wa? Was ist das? Krass. Das ist halt auch krass an dem Spiel. Hier in dem Spiel ist es wirklich so. Oh, hey there. How's it going? Well, it ain't going at all. We're broke.
We're about ready to call it quits, to be honest with you. Listen, I hate to ask, but is there any way that you could help us get the supplies that we need to finish? Well, I ain't promising nothing, but I'll see what I can do. There's a logging camp over in Big Valley, pretty much straight west of here, that might have lumber for sale. Ich gucke mal ganz kurz auf die Karte. Achso, das sind so Nebenaufgaben, okay. Das heißt, die wird mir nicht so angezeigt, die Aufgabe, nee. Nee, die wird mir nicht normal angezeigt. Hätte ich ihnen lieber die 1000 geben sollen. Schade eigentlich. Ich würde das gerne machen, aber ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Das ist halt das Problem. Aber das ist halt das, was ich meinte. Ne? Umso länger man hier spielt, umso mehr bauen die auch weiter auf. Das heißt, es kann sein, dass hier irgendwo eine neue Stadt gerade gebaut wird. Das kann passieren. Oh nein, jetzt muss ich hier durch eine Stadt reiten. Und da reitet der nur in Galopp. Gefühlt. Hier, seht ihr auch. Das Haus stand hier vorher nicht und wird jetzt einfach hier gebaut. Das ist halt total krass. Hier ist eine Person mit einem Fragezeichen. Oh, ich wollte gerade Adlerauge machen. Bin wieder in Dingens-Feeling drin. Aber nee, wir machen keine Nebenmission. Wir reiten direkt schnurstracks durch. Ihr wisst ja, wie es geht. Ja, ich sag an der Stelle mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Oh, ja. Okay. Ja, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ciao.